Das ist Oma Anna. Sie wohnt seit Jahren allein zu Hause. Hier kommt ihr Enkel Daniel. Er besucht seine Oma von Zeit zu Zeit. Anna ist leider nicht mehr die Jüngste. Das Alter macht sich zunehmend bemerkbar. Sie ist den anfallenden Arbeiten im Haushalt immer weniger gewachsen. Zudem wird die Grundpflege, sprich An- und Entkleiden oder das tägliche Waschen, immer mehr zur Belastung. Ihr Enkel muss daher immer öfter zu ihr fahren und ihrem Haushalt unter die Arme greifen. So kann es nicht mehr weitergehen. Daniel liebt seine Oma und würde ihr zu gerne mehr helfen. Dadurch muss er jedoch seinen Job vernachlässigen. Anna und Daniel recherchieren im Internet nach einer bezahlbaren Betreuungskraft, nämlich zuverlässige und nette Betreuungskräfte aus Polen. Oma Anna ruft sofort an und lässt sich ausführlich und unkompliziert, füllt Daniel den Bedarfsbogen aus. Fertig ausgefüllte Betreuungskräfte vor. Schnell haben sich Oma Anna und Daniel für eine sympathische Dame entschieden. Nur noch einen passenden Termin ausgemacht. Und die passende Betreuungskraft stellt sich bei Oma Anna vor. Oma Anna und ihr Enkel sind begeistert. Überzeugen auch sie sich von